Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Beer Factory. Ja Leute, in der letzten Folge habe ich ja den Gewinner bekannt gegeben, der jetzt dann die 20 Euro Steam Guthaben, beziehungsweise hat sich der gute Marc dazu entschieden, dann nachher letztendlich das Kebab Chefs Restaurant Simulator Spiel haben zu wollen. Und ja, das hat der gute Marc dann auch bekommen. Nochmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal von mir. Und ja Leute, ihr habt mir auf jeden Fall wieder fleißig in die Kommentare reingehauen. Ihr habt zum einen mir noch jede Menge Rezepte geschrieben. Wir werden sie nach und nach auf jeden Fall alle soweit herstellen und beziehungsweise produzieren. Aber jetzt fangen wir erstmal an und starten mit den ersten, die ich dementsprechend schon vorbereitet hatte. Köhlersche Bräu, nee, Atomic Hefe haben wir schon gemacht, Lagerbier haben wir auch gemacht, ebenso das Schnorrbräu. Wir machen jetzt heute mal das Dragon Malt und das Sächsische. Dazu müssen wir mal gucken, dass wir wieder so roundabout Hälfte, Hälfte hier an unserem Wasser nehmen. Oder haben wir wieder jede Menge geschrotetes Malz, mein liebes Freund, ey. Ja, egal, Dragon Malt ist auf jeden Fall hier am Start und hier packen wir dann den Rest rein für das Sächsische. Wie viel können wir hier? 440. Attacke. Abfahrt. Jawohl, passt. Ja, da werden jetzt erstmal die ganzen Tanks befüllt. Und wir, ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier reichlich weiterhin an Malz besorgt bekommen. Denn hier unten ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel am Start. Ja, ungefähr fast nichts mehr. Und ich möchte den Jungs ja auch so ein bisschen die Arbeit erleichtern, weil der Weg nach hier oben ist ja dann doch schon ein gutes Stückchen, ne? Deswegen müssen wir auf jeden Fall erstmal jetzt noch eine Runde kaufen gehen. Und dazu gehen wir einmal hier an den PC dran und nutzen dann einmal den globalen Markt. Wie sieht es gerade aus? Geschroteter Malz, ja. Wir warten mal ganz kurz einen kleinen Moment, noch so eine Minute, und checken dann die Preise nochmal ab. Vielleicht ist es ja dann ein bisschen günstiger. Und ja, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass aufgrund des... Moment, ich zeige es euch mal ganz kurz. Also aufgrund der letztendlichen Beliebtheit in der Brauerei, wenn wir jetzt hier uns die Rezepte angucken, je nachdem wie beliebt die Rezepte nachher sind, dementsprechend bekommen wir dann anscheinend dann wird unser Ertrag dann nachher berechnet. Deswegen ist mir da wohl anscheinend letztes Mal ziemlich viel flöten gegangen. Was ultra schade ist. Was wirklich, wirklich ultra schade ist. Aber ich kann es jetzt erstmal nicht ändern. Und es ist auf jeden Fall absolut eine Katastrophe. Ich habe auch überlegt, ob wir noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen. Der ist ja schon Level 3, aber wir brauchen dann, wenn dann, noch einen, der uns ein bisschen unten bei der Brauerei, bei den Tanks hilft. Können wir jetzt aktuell nicht machen. So, jetzt warten wir mal noch die paar Sekunden und dann schauen wir mal, wie sich das hier verändert. Ich hoffe natürlich, dass das geschrotete Malz nachher ein bisschen günstiger wird. Ne, da hat sich nichts getan. Es wurde nur das Rohmalz und die Rohstoffe sind, also das Rohmalz, Industriehefe und Flaschen sind teurer geworden. Der Rest ist geblieben. Ja, wir könnten jetzt Rohmalz holen, ist aber nachher tatsächlich einfach zu teuer. Deswegen holen wir ein bisschen geschrotetes Malz. Natürlich machen wir das Ganze hier wieder im ordentlichen Stile. Wir machen hier einen ganzen LKW voll. Können wir uns das überhaupt noch leisten? Nee, Leute, das können wir uns gar nicht leisten. Können wir uns gar nicht leisten. Also, ein bisschen zurückrudern. 6720. Ja, das geben wir jetzt auf jeden Fall mal dafür aus. Wir brauchen es so oder so. Attacke. Jetzt sind wir wieder, Leute, fast broke. Wir sind schon wieder fast broke. Und die Jungs, ja, die schleppen schon von hier oben runter. Ich gehe schon mal rüber und hol mir mal noch den Gabelstapler, damit ich auch den ein oder anderen nachher runterbringen kann. So, denn das geht natürlich dann für die Jungs auch ein ganz klein bisschen schneller. Was natürlich auch zum einen ein Vorteil ist für uns und natürlich auch ein Vorteil ist für die. Und hey, ein bisschen die Arbeit erleichtern, ne? Kann man als Chef seinen Mitarbeitern ja schon. Ich glaube, das ist auch, voilà, das ist auch ganz gut. Ich meine, die Jungs, die müssen sich hier nicht kaputt schaffen.
die sollen arbeiten, ne? Also arbeiten und nicht sich kaputt machen. Das wäre natürlich absolut nix. So, dann machen wir das Ding hier mal runter und stellen das mal hier vorne ab. So, dann können sie da schon mal die ersten rausnehmen. Hoppala. Und dann würde ich sagen, Leute, mache ich mal Attacke Abfahrt und lad mal noch die ein oder andere Palette hier nach runter. Ich denke, das könnte erstmal reichen, so für den Anfang, damit zumindest der eine Tank voll ist. Dann können sie sich ja gemeinsam um den zweiten kümmern. Und wenn sie dann auch was von da oben hochschleppen müssen, naja, gut, dann runterschleppen müssen, dann ist das halt so, ne? Ich meine, wir können jetzt nicht alles hier runterfahren, dann sind wir ja auch hier stundenlang beschäftigt. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, Moment, wir werden das Fahrzeug ausschalten zum einen. Ja, und ich weiß, ja, ja, es kostet jetzt auch natürlich kein Gas mehr, das Ganze. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Er hat mir nämlich in die Kommentare geschrieben, hier, Jimmy, geh doch hin und hol dir doch mal diesen V8-Motor für das Ding. Bau das mal ein, dann brauchst du da auch kein Gas mehr. Ja, habe ich gemacht. Ist ready, ist am Start. Oh, die Dame war wieder am Start und es gibt keinen Dreck. Es ist alles Wunderbärchen. Wunderbar. Genau, dann würde ich sagen, laden wir doch den Rest kurz mit dem Kran aus. Da haben wir das Ganze hier einmal erledigt. Ich glaube, hier steht jetzt auf jeden Fall erstmal ganz, relativ genug hier an Malz. Was haben wir hier insgesamt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, wenn ich mich nicht verzählt habe. 11 Paletten, 11 mal 24 sind dann dementsprechend 264 Säcke. Das sollte auf jeden Fall jetzt erstmal für den ersten Erfolg hier wieder reichen. Und ja, ihr habt mir natürlich in die Kommentare geschrieben, ja, yeah, Jimmy, ja, wir wollen sehen, dass du hier einmal alles voll machst, zumindest so hoch und so gut es geht. Leute, was habt ihr mir da nur angetan, ne? Oder was habe ich mir damit eigentlich nur gedacht und angetan, dass ich dies überhaupt irgendwie angesprochen habe? Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall machen. Es wird jetzt leider noch nicht passieren, denn ihr seht ja den Kontostand. Der sagt aktuell, nee, mein Freund, das ist so aktuell nicht möglich. Deswegen müssen wir noch vielleicht die ein oder andere Folge warten, dass wir wenigstens mal ein bisschen wieder im Plus sind. Aber so ein bisschen arg im Plus. Denn aktuell ist es einfach nicht möglich, diese ganzen Ressourcen dafür aufzubringen. Wie sieht es denn aktuell aus? In unserem Tank. Hier sind schon 52 Säcke drinne. Ja, Hopfen und Hefe ist tatsächlich gar nicht so viel. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man natürlich sehen kann, wie der Fahrplan ist, beziehungsweise wo das Ganze hier nachher hinzugefügt wird. Und ja, also ich habe auf jeden Fall Bock darauf, dass dann letztendlich nachher schöne Biere bei uns entstehen werden. Und wir die schön mit den Gewürzen natürlich befüllen werden. Aber da wird es wohl noch ein wenig dauern. Aber nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal noch jede Menge zu tun.
Ich muss auf jeden Fall noch jede Menge Bier von euch nachher brauen. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier die ganzen Flaschen dann bearbeitet bekommen, beziehungsweise verarbeitet bekommen, damit wir hier erstens zum einen wieder ein bisschen Platz haben für neue Flaschen und zum anderen natürlich sowieso erstmal wieder ein bisschen Cash bekommen, ne? Was natürlich durchaus das Allerwichtigste sein wird. Vielleicht fahren wir den Jungs doch noch die eine oder andere Palette runter. Ich glaube, das wäre gar nicht vielleicht so verkehrt, denn dann müssen sie zumindest für die eine Fuhre, die wir jetzt hier, beziehungsweise die eine Charge jeweils, nicht nochmal extra hochdackeln. Das wird ja auch nochmal echt zeitaufwendig nachher, ne? Und wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen Zeit und wir machen jetzt hier mal, wir werden jetzt mal hier alles vorbereiten, damit das hier erstmal tadellos gebraut wird. Das gute Sexy hier und das Dragon Malt. Ich glaube, das könnte vielleicht mal ein echt gutes Bier werden. Schauen wir aber mal. Bin mal gespannt, wie das nachher bei den Herrschaften da draußen ankommen wird. Ich glaube, ansonsten haben wir hier unten erstmal soweit genug Ressourcen. Zumindest, na, Hopfen brauchen wir ja nicht so viel. Hefe ist auf jeden Fall gefüllt. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Von daher, ich glaube, das passt erstmal. Nur vielleicht hier das ein oder andere Palettchen Malz müssen wir noch hier mal auffüllen. Dazu lassen wir natürlich hier die Palette mal wieder runter und stellen das gute Ding hier einmal ab. Ja, lauf du nur durch den Gabelstapler, mein Freund. Wenn das hier so gut tut, sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen und mal darüber reden, ob du vielleicht hier irgendwelche anderen Interessen vertrittst. Ja, genau. Okay, ich würde sagen, die drei bzw. die zwei fahren wir noch runter. Komm drauf hier. Wunderbar. Und dann gucken wir mal. Uppala. So natürlich. Ist das besser? Nicht das. Oh, ihr habt auch gesehen, der macht hier Sprünge. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind hier beim Skifahren bzw. beim Skispringen. Das ist schon hier ein bisschen crazy, was hier so abläuft. So, Jungs, kommt, macht hinne. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen Cash. Und ihr wollt auch bezahlt werden. Also, Attacke, Leute. Kommt schon. Hoppeli hopp. Nimm die Katz. Zieh den Finger. Auf geht's. Geht der sonst hier nicht, ne? Wenn der Chef schon hier so mithelfen muss, dann ist hier irgendwas falsch, würde ich zwar behaupten. Da natürlich, Chef hilft auch. Ist logisch. Aber irgendwie sollte das auch ohne Chef funktionieren, ne? Bin noch mal gespannt, was die Entwickler hier noch so alles Schönes verwirklichen werden. Und ihr habt mir natürlich auch in die Kommentare geschrieben, der ein oder andere, dass sie natürlich ein bisschen enttäuscht sind, wie das aktuell so läuft. Aber ey, ich kann nur sagen, ja, ihr habt natürlich recht. Es gibt wirklich ein paar Bugs und so weiter und so fort. Und es läuft nicht alles rund. Aber warten wir einfach mal ab. Ne, ich bin einfach immer ein sehr positiver Mensch und denke mir immer, es könnte ja immer noch was kommen oder es wird auch bestimmt noch was kommen. Deswegen, alles cool da draußen, das wird schon. Zum einen haben wir hier ja erstmal was und das sollte ja erstmal auch im Vordergrund stehen. Deswegen, ich glaube, das wird schon, Freunde, das wird schon. So, jetzt haben wir unten auf jeden Fall erstmal genug Paletten am Start. Vielleicht können wir den Jungs ja auch nochmal irgendwie eine Runde helfen. Müssen wir mal ganz kurz schauen, wie denn der aktuelle Stand ist. Was haben wir hier? Hier, Wasserfüllung ist drin, Einmeichen ist in Arbeit. Oh, hier muss noch komplett geschrotetes Malz rein. Wie sieht es denn hier aus, meine Freunde? Da fehlen auch noch jede Menge Säcke. Und wisst ihr was? Da habe ich natürlich den absoluten Lifehack für das Spiel schlechthin. Freunde, aufpassen, jetzt kommt es. Jetzt wird es richtig nice. Denn das habe ich vom guten Marc, beziehungsweise auf Discord heißt er Black Phoenix. Der hat mir hier, ich glaube es war der Marc, der hat mir hier den Tipp des Jahrhunderts gegeben. Leute, hoppala, den Tipp natürlich nicht, dass die ganze Maschine ausschalten,
Das wäre auf jeden Fall Quatsch. Denn und jetzt passt auf, Leute. Wir können, und das ist jetzt das Ding überhaupt. Wir gehen jetzt einfach hin und fahren. Wisst ihr was? Wir fangen nicht da an, sondern wir machen das hier. Wir können mit dem Gabelstapler. Leute, Achtung. Wir fahren jetzt die Palette hier einfach hoch. Und das, Freunde, das ist insane. Das ist insane. Zack, das Ding da hoch. Wir fahren das Ding hier dran. Motor, ach, wisst ihr was? Motor ist egal, es verbraucht eh nichts mehr. Und dann können wir den ganzen Klumbatsch von hier, zack, einmal einladen. Ey, wie geil ist das bitte? Ja, natürlich zum einen beschleunigt das die Arbeit ungemein. Zum anderen, das ist natürlich absolut der Wahnsinn. Jetzt guckt euch mal an. Wir sind auf jeden Fall mal dreimal so schnell, viermal so schnell alleine wie hier die beiden Jungs. Also, das ist absolut krank. Das ist absolut krank und absolut der Oberhammer. Wer da noch irgendwelche Einwände hat und sagt, das ist gecheatet, das ist falsch. Nee, ich glaube und könnte mir vorstellen, in der richtigen Industrie oder beziehungsweise nachher auch im richtigen Leben, wenn man natürlich jetzt noch nicht so diese krassen Fördertechniken etc. pp. Hat, dann würden die das sehr wahrscheinlich auch so machen, weil es einfach schneller geht, Leute. Und ich glaube, die würden es genauso machen, ne? Also ich kann mir da nichts anderes vorstellen. Das ist doch hier absolut geil. Das ist doch absolut geil. Jetzt fahren wir die Palette natürlich dann da wieder hoch. Und dann würde ich sagen, Freunde, mache ich mich mir mal nochmal ran. Und dann baller ich da mal den Tank voll. Mal gucken, ob die Jungs mir dann da noch eine Runde helfen. Oder, ja. Mal schauen. Ich würde sagen, ich mache hier euch nochmal einen Zeitraffer. Ein bisschen Musik auf die Ohren. Und dann würde ich sagen, Attacke los. Wunderbar, da haben wir das erledigt. Moment, Mitarbeiter, du darfst jetzt hier nicht mehr. Das wird sonst zu viel. Ja, danke schön, sehr nett von dir. Wunderbar, Leute, dann würde ich sagen, hier die ganzen, die sind jetzt schon an Einmeichen. Danach muss noch das Hopfen rein. Und natürlich hier auch noch das Hopfen rein. Und dann können wir hier feinstes neues Bier erstellen. Das gute Dragon Malt und das sächsische. Ich bin gespannt. Natürlich, wie das bei den Kunden ankommt. Und ja, wir werden es auf jeden Fall definitiv erleben. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was brauchen aktuell. Ja, die Paletten, die gehen jetzt irgendwie jedes Mal, wenn ich die hier abstelle, kommen die hier rüber. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es auch nicht, Leute. Es ist irgendwie ein bisschen kurios. Ich sag euch, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist. Manche Dinge, die hier passieren, die sind echt ein bisschen seltsam. Kann euch nicht sagen, wieso. Es ist einfach so. Ne? Es ist einfach ein wenig verrückt. Aber wir können ja eigentlich hier mal... Hallo? Können Sie auch... Ich möchte die gerne wieder drehen. So. Packen wir die mal hier drauf. Dann haben wir hier wieder ein paar leere Paletten. Zum einen, zum anderen können wir die hier mal ins Regal packen. So, haben wir hier schon wieder fast eine komplett volle. Das ist auch schön. Die können wir dann noch ganz kurz hier rüberstellen. Da haben die Jungs auf jeden Fall schon mal wieder für die nächste Charge ein bisschen was am Start. So.
ganz kurz. Das fahren wir noch schnell rüber. Hoppala. Zack. Komm, ruf da. Ja, wunderbar. Und ach, ein bisschen muss es hoch. Der Boden ist nicht ganz, ganz, ganz gerade. So. Jetzt holen, wieso holt ihr da schon wieder Malz? Da muss doch Hopfen rein, Leute. Da muss doch Hopfen rein. Naja, ich hoffe mal und denke mal, dass die Jungs da wissen, was sie treiben. Was haben wir hier jetzt aktuell? 2 von 8. Ja komm, den helfen wir noch schnell hier den ganzen Klumbatsch voll machen. Okay. So, was haben wir? Hier, 5. Da kommt der nochmal, da haben wir 6. Dann nehmen wir hier auch noch eine mit. Hey. So. Wie sieht das aus? 6. Jetzt jeder von euch noch einmal hier, Freunde, und dann passt das. Wie sieht es hier aus? Ist das schon soweit ready, dass wir loslegen können? Ne, das dauert noch 2 Minuten. Aber kein Problem, Freunde. Ich würde sagen, die machen das noch. Und dann können wir im nächsten Mal schon direkt loslegen und gutes Dragon Malt abfüllen und das gute sächsische Bier. Ja, Leute, wenn es euch natürlich wieder gefallen hat, ihr natürlich gerne mehr sehen wollt und auch nichts verpassen wollt, dann lasst mir zum einen natürlich gerne ein kostenloses Däumchen da, das kostenlose Abo mitnehmen und natürlich die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier das gute Bier einmal abfüllen. Und dann werden wir natürlich auch weiteres Bier von euch, das ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, zubereiten bzw. Rezepte erstellen, brauen und dann nachher auch abfüllen. Ja, Leute. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.